der City, hier der Friseursalon. Ich könnte da mal anrufen. Ja, das wäre eine gute Idee. Dann könnte ich endlich einen Job kriegen. Hallöchen, hier ist Frau von Wiesenau und ich wäre interessiert, bei Ihnen zu arbeiten. Bei ihrer Firma. Suchen Sie eventuell Friseure oder sowas? Ah, das hört sich doch gut an. Wann könnte ich kommen? So, in 2 Tagen. Ah, okay, das passt. Um wie viel Uhr denn? Ja, 12 Uhr ist ganz okay. Okay, ich komme dann. Okay. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Es lief doch mega. Ja, lief es. Oh mein Gott. Ja. Hallöchen, ich bin die Frau von Wiesenau. Hallöchen, ja, ich würde Ihnen vorschlagen, als ersten Tag hier hinter der Kasse zu arbeiten und dann morgen erstmal die Haare zu färben. Okay? Können Sie mit der Kasse umgehen? Ja, das ist eine ganz normale Kasse halt. Ich kann damit sehr gut umgehen. Hallöchen, ich hatte einen Termin. Ja, hier steht's auch schon. Spitzen schneiden. Ja, nehmen Sie doch erstmal Platz und dann kommt die Kollegin dann gleich. Okay. Hallo, ich bin die Kollegin. Ich werde Ihnen die Spitzen schneiden. Hallo, ich hatte einen Termin zum Haare abschnitzen. Also Spitzen? Ja, Spitzen. Okay, die Kollegin kommt gleich, aber es gibt auch noch einen Kunden vor Ihnen. Nehmen Sie doch erstmal Platz. So, sind wir jetzt fertig? Ja, okay, danke. So, Sie sind der Nächste. Hallöchen, ich hatte einen Termin zum Haare färben. Ja, okay, die Kollegin färbt Ihnen die Haare. Nehmen Sie doch erstmal Platz kurz. Ja, danke, ich nehme Platz. So. Hallo, ich möchte gerne rote Haare. Ja, so. Jetzt müssen wir die Haare 15 Minuten einwachsen. Oh Gott, pink! Oh mein Gott, was? Pink? Das können Sie doch nicht mit mir antun. Sie können nichts. Sie Anfängerin, Sie blöde Kuh. Ich würde nie wieder hier hingehen. Ich gehe jetzt. Oh nein, ich habe einen Kunden verärgert. Ich habe ihr pinke Haare gefärbt, obwohl sie rot haben möchte. Aber das kann doch jeden Mal passieren. Ja, das ist mir schon mal passiert. Genau vor einer Woche, obwohl ich ja schon jahrelange Friseurin bin. Die Kunden verstehen es einfach nicht, dass es halt jedem Mal passieren kann. Ja, ist halt blöd. Aber ja. So, wie fandet ihr denn meine erste Arbeitstage? Also, der erste Tag, wo ich nur an der Kasse war, lief ganz gut, finde ich. Aber der zweite, wo ich pinke Haare gefärbt habe, das war nicht so cool. Aber ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!